Hallo und herzlich willkommen zu einer Modmap-Vorstellung. Ja, ich dachte eigentlich... Vielleicht merkt ihr es noch gar nicht, weil... Ja, wir sind auf einer V2-Map von einer Map, die wir uns schon mal angesehen haben. Und zwar ist das die Alpbachtal-Map. Und nun halt die überarbeitete Version. Und was ich da wirklich erstmal erwähnenswert finde, der Modder, also der Mod-Ersteller, hat mich angeschrieben auf Modhoster, ob ich mir den die V2 nochmal angucken würde. Und da habe ich mir dann, also weil ich das einfach an sich wirklich cool finde, wenn sich Leute da Verbesserungsvorschläge und so weiter zu Herzen nehmen und dann auch noch eine schöne V2 rausbringen, da habe ich mir dann auch gedacht, ja, die Map machst du auf jeden Fall nochmal. Weil insgesamt, ich glaube, dieses... Die Mod-Vorstellung zu dieser Map war so ein bisschen durchwachsen. Also ich hatte durchaus irgendwie, also wenn ich an Alpen denke, dann denke ich immer an mehr Berge als hier. Und deshalb war ich ein ganz klein bisschen enttäuscht. Aber gleichzeitig muss ich sagen, dass mir die Map deutlich besser gefällt als die Hagenstedt-Map. Also schlecht war sie gleichzeitig schon mal irgendwie nicht mehr. Also das war so ein bisschen durchwachsen. Und ich glaube, das hat man auch gemerkt, dass ich jetzt nicht so absolut euphorisch auf die Map war, sondern so ein bisschen zwiespältig die ganze Geschichte gesehen habe. Und da, gerade dann finde ich es gut, auch wenn, ich sag mal, ich habe die Map ja nicht nur in den Himmel gelobt, wenn dann noch der Mod-Ersteller sagt, ah, guckst du dir bitte die Map nochmal an. Das finde ich richtig toll. Und was auch toll ist, dass wirklich bei der V2, er schreibt in dem Changelog, also was so an Veränderungen da sind, dass die ganzen Verbesserungen berücksichtigt wurden, zum Beispiel eine Schweinemast war gewünscht, klar, Schweinemast ist ja eigentlich was im Moment so, ja, sehr populär ist, mir persönlich, also ich habe die jetzt noch nie so wirklich aktiv benutzt, ich finde, das ist eine schöne Idee, ich persönlich brauche die nicht, aber auf jeden Fall toll, dass sie berücksichtigt wurde, weil das ist was viele schön finden und das ist dann eigentlich auch wichtig, wenn man schon einen Mod erstellt und auch möchte, dass der gespielt wird, weil ich denke mal, deshalb macht man sich die Arbeit auch, weil so eine Map hier zu erstellen, ich kann es nicht sicher sagen, ich bin selber niemand, der sich mit dem Mod so gut auskennt, aber hier werden sicherlich einige, ja, ich weiß nicht, einige, also ich glaube schon, dass hier mindestens 50 Stunden oder mehr drin sitzen, wenn der Mod-Ersteller das Video guckt. Kann das ja in die Kommentare schreiben, also hier werden auf jeden Fall zig Arbeitsstunden eingesetzt worden sein, da würde ich echt drauf wetten und ja, aber wir kommen erstmal zu den weiteren Sachen. Was gab es sonst noch so, wenn wir jetzt in die Karte gehen, seht ihr, dass die Felder angepasst wurden, also hier gerade, wir waren da ja letztes Mal in der Ecke oder zum Beispiel der Flusslauf etwas anders ist da hinten, all solche Sachen hier, zum Beispiel die BGA ist nicht mehr da. Und das wurde jetzt endlich auch auf der Karte angepasst. Das finde ich richtig gut, das habe ich ja beim letzten Mal auch bemängelt. Das ist nämlich wirklich eine störende Sache, meiner Meinung nach, wenn die Karte da nicht drin ist. Was aber noch ein kleiner Punkt ist, den man da verbessern könnte. Wir haben jetzt hier die Karte auf. Ich finde das noch nicht mal so schlecht, dass da drum kein PDA-Rand ist um diese Karte. Aber was blöd ist, und da, ja, das ist ein bisschen ärgerlich, man sollte so einen kleinen Positionspfeil haben. Weil sonst, gerade wenn man auf dieser größeren, rausgezoomten Ansicht spielt, hat man keine Ahnung, wo man gerade ist. Man weiß zwar, wie die Karte aussieht, aber nicht, wo man gerade ist. Und das ist wirklich ein bisschen schade. Aber ansonsten erstmal schön, dass die Verbesserungsvorschläge soweit angenommen wurden. Was haben wir sonst noch so? Wir haben die Waage, die wir ganz am Anfang gesehen haben, wo ich kurz mit dem Weidemann drauf gefahren bin, also eine funktionierende Waage wurde eingebaut, was auch schön ist, das habe ich auch gelesen und auch schon im letzten Mod-Vorstell-Video so ein bisschen gesehen. Hier auf der Map sind an manchen Stellen dann mal so Fahrsilos verteilt und da kann man dann ganz einfach, wenn man in der Nähe häckselt oder so, die Silage reinschmeißen, vergären lassen, das finde ich schön. Man hat dann einfach ein bisschen mehr Abwechslung und fährt nicht immer... Weil gerade, also Mais, Silage und sowas ist ja doch schon sehr beliebt. Das macht ja irgendwie jeder. Und wenn man immer wieder dieselben Abfahrwege zur BGA hat, ist das natürlich langweilig. Und so kann man dann einfach mal ein anderes Fahrsilo nutzen und am Ende die vergärte Silage dann einfach mit einem Multifood-Anhänger wegfahren. Das ist auf jeden Fall eine richtig schöne Sache. So, was ich jetzt noch vorhab. So. Ich werde mal hier... Sind wir gerade, ich bin hier nämlich vorhin ein bisschen offscreen rumgefahren, um zu überlegen, was ich jetzt eigentlich sag, weil bei meinen Mod-Vorstellungen geht es ja eigentlich bei den Mod-Maps mehr darum, ich möchte ein bisschen über die Map fahren, euch sagen, wie die Performance ist und da muss ich euch übrigens bei dieser Map hier noch was Besonderes zu sagen, bei der V2, die Performance ist
ja, bombenmäßig. Ich habe hier durchgehend um die 90 FPS gerade. Und das, obwohl ich sogar noch im Hintergrund encodiere, weil ich habe schon beim Probespielen gemerkt, okay, die Performance ist hier so gut, da kannst du noch im Hintergrund ein anderes Video bearbeiten, weil ich im Moment ein bisschen Stress habe, so zeitlich und alles. Dann ist das ganz schön, dass ich beides gleichzeitig machen konnte. Also wirklich, die Map ist hier richtig flüssig. Also da gibt es gar nichts zu sagen. Eigentlich wirklich vergleichbar mit der Hagenstedt-Map, obwohl hier viel mehr Bäume sind und schönere Texturen. Das ist wirklich bemerkenswert. Die V1 lief bei mir, glaube ich, auch nicht so gut. So habe ich das ein bisschen in Erinnerung, dass die ja teilweise dann doch an ihre Performance-Grenzen stoß. Das finde ich auf jeden Fall schön, dass das verbessert wurde, weil das macht die Map jetzt wirklich zu einer Map, die man statt der Hagenstedt-Map spielen kann. Vorher war die Performance teilweise bei mir ja so schlecht, dass ich ja dann eine Hagenstedt-Map oder ein Ersatz für die Hagenstedt-Map muss einfach für jeden spielbar sein, auch wenn man wirklich einen schlechten Computer hat. Und ja, da gibt es dann eigentlich nichts zu meckern bei der Map hier. Das muss man einfach so sagen. Und um nochmal darauf zurückzukommen, normalerweise ist mein Fokus bei Mod-Vorstellungen, bei Mod-Map-Vorstellungen so, ja, eigentlich eher darauf, ich möchte über die Map fahren, euch zeigen, wie die aussieht, ob die flüssig läuft und so weiter, damit ich euch eine kleine Entscheidungshilfe geben kann, was wird denn am Ende runtergeladen. Hier ist übrigens die Ecke, die komplett überarbeitet wurde, finde ich auch sehr schön gemacht, die Idee, das ganze Feld gefällt mir gut, so. Und ja, die Bewaldung ist schön, die Texturen sind gut, dieses Unebene gefällt mir gut. Das sind alles Sachen, die mir wirklich richtig top gefallen. Und ja, auf jeden Fall weiter so, das gefällt mir echt. Hier kann man jetzt auch mal runterfahren und abkürzen, um zum Bahnhof zu kommen, wer das unbedingt braucht. Ich wollte gerne, da weiß ich aber gar nicht genau, wo die jetzt sind. Es gibt wohl einen neuen Schafstall. Also der Schafstall wurde verschoben, steht im Changelog. Und ich weiß nicht, wohin. Den habe ich nämlich nicht gefunden, als ich hier ein bisschen alleine rumgefahren bin. Ich weiß nicht, ob ich den irgendwie übersehen habe. Kann ja sein, dass der da irgendwo am Hof ist. Aber irgendwie habe ich es übersehen. Und deshalb werden wir den jetzt mal ein bisschen suchen. Ja. Man kann schon, glaube ich, im Moment so von meiner Sicht aus sagen, wenn ihr irgendwie den Stil von LS mögt, also so von diesen LS-Maps, weil ganz offensichtlich ist das hier eigentlich eine Map, die wirklich auch von Giants kommen könnte, vom Design her, finde ich, vom Layout. Die ist nicht so extrem, ja, wie soll man sagen, extrem auf eine Sache fokussiert, sondern ein bisschen allgemeiner. Man kann irgendwie alles machen und alles geht gut. Es ist nicht so irgendwie eine Map, wo man jetzt nur riesige Felder hat, was weiß ich, OGF Australien, klar, das ist auch eine schöne Map. Aber es ist einfach so ein bisschen so eine Allrounder-Map. Und wer sowas mag, der ist, glaube ich, mit dieser Map hier, mit der Altbachtal, deutlich besser bedient als mit der Hagenstedt-Map. Einfach, weil die Texturen schöner sind, die Bäume, die Performance ist wirklich großartig. Da kann ich echt nichts Schlechtes mehr drüber sagen. Und das finde ich schön, weil Performance ist immer sowas. Der Mod kann noch so geil gemacht sein, aber wenn die Performance für einen, ja, dann ist auch nicht. Also dann macht das keinen Bock, hier drauf zu spielen. Das ist einfach so. Was soll man sagen? Keiner will hier eine Dia-Show sehen beim Spielen. Und da muss man dann ganz einfach auch einen Fokus drauf legen. Auch wenn man gerne mehr Details oder sowas einbauen würde. Wenn sich das dann alles nicht mehr so ganz von der Performance her ausgeht, dann muss man damit leben und auf die Performance achten. Weil die Map könnte noch so toll aussehen, wenn die Performance führen, dann spielt die keiner. Und auch wenn die, weiß ich nicht, 4K-Texturen hat, die wirklich fotorealistisch sind, sehr super geil aus, aber wenn die keiner spielen kann, dann wird die nicht gespielt. Und dann tut sich die auch gar keiner wirklich an. Und das ist wirklich was, wollte ich mal loswerden, weil ich hatte in letzter Zeit zwei, drei Maps, die wirklich schön aussahen, aber wenn die bei mir mit 15 FPS oder so laufen, ich werde da jetzt auch keine Map-Namen sagen, das waren meistens, ja, na, ich sag nichts zu den Maps, welche das waren. Ich möchte da keinen irgendwie runterziehen und ja, ich muss da nur einfach anmerken, dass es echt extrem ist teilweise. Ich überlege gerade, wo ist denn hier mal die Schafwiese? Wir können nochmal eben am Hof unten gucken. Ansonsten können wir eigentlich nur Richtung Kuhstall fahren, um danach zu sehen. Übrigens, der Hof ist auch richtig klasse. Viele Unterstandsmöglichkeiten, das gefällt mir echt gut. Und insgesamt ist es halt einfach eine schönere Hagenstedt und so eine Allrounder-Map.
Das gefällt mir. Wir haben hier zum Beispiel ja auch, ich glaube, das habe ich letztes Mal schon gezeigt, da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher, ein anderes Bauernhaus, sage ich mal. Und was natürlich genial ist, ich weiß nicht, ob ihr das am Anfang gesehen habt, habe ich beim letzten Mal besonders hervorgehoben, dieses Fahrsilo hier, so vor allen Dingen so freistehend. Also hier wird mit der Zeit dann so ein riesiger Berg aufgetürmt und das ist genial. Also eine der schönsten Sachen, die man so in eine LS-Map einbauen kann, meiner Meinung nach. So. Hey. Die ganzen Infoschilder haben gerade ein bisschen genervt. Ich finde wirklich den Schaf. Die Schafe nicht. Was kann man denn da noch versuchen? Nicht mehr viel. Wir werden jetzt einmal hochfahren zu den Kühen und gucken, ob da die Schafe hingekommen sind. Ansonsten, wenn ihr die Map spielen wollt, ich glaube, dass... Oh. Kollision. Egal. Wollen wir nur kurz zu den Kühen. Also Freunde von Kollision kommen hier auch auf jeden Fall auf ihre Kosten. Hatte ja sogar einen Vorteil, dass ich das ausprobiert habe. Mir ist Kollision eigentlich immer ziemlich egal, weil ich sage immer so, ich fahre nicht absichtlich gegen Bäume und ja, wenn ich dann doch dagegen komme, so wie hier zum Beispiel, dann finde ich es auch okay, da dann durchzufahren. Also muss ich dann ehrlich so sagen. Ich fahre nicht extra rein. Meistens zumindest nicht. Aber wenn ich dann reinfahre, dann ist es mir egal, ob ich da hängen bleibe oder nicht. Das ist dann, ja, ich sag mal so, manchmal hat man einfach Maschinen mit 12, 14 Meter Arbeitsbreite, 15 Meter Arbeitsbreite. Da kann man dann auch mal irgendwo anecken und das nervt dann eher, wenn man dann nirgendwo vorbeikommt und dauernd irgendwo hakt. Ja. Ich muss sagen, Hagenstedt hatte ich in den letzten Monaten wirklich, also da, die hätte ich nicht mehr spielen wollen. Und hier habe ich wieder so ein bisschen, obwohl es irgendwo doch Hagenstedt ist, aber irgendwie ein deutlich schöneres Hagenstedt. Vielleicht so 100 Jahre später oder so. Die Berge sind ein bisschen abgerutscht, ein bisschen abgeflacht und sowas. Gefällt mir auf jeden Fall. Also, wie soll ich denn mein Fazit mal formulieren zu der Map? Und ohne Schafe, ich weiß nicht, bin ich zu dumm, um die zu finden, höchstwahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich wird es das sein. Können wir hier noch einen Blick riskieren, aber ansonsten bin ich wohl einfach zu dumm, um eine Schafwiese. Da hinten ist sie. Haha. Auch schön integriert hier an der Stelle, finde ich wirklich gut. Dann hat man hier die ganzen Schweine- und Kuhzuchten an einer Stelle, das gefällt mir gut. Also da kann man echt, das ist schön gelöst. Habe ich mir schon fast gedacht, dass das so in der Art gemacht ist. Da möchte ich gleich hier, wenn ich das schon sehe, ein paar Schafe bestellen. Mal hier so ein paar. Oder auch mal ein paar Kühe. So, dann haben wir hier Schafe. Und da hinten Kühe. So, auf jeden Fall eine geile Map, wenn ihr was Allround-mäßiges sucht, was jetzt nicht irgendwie so einen aufdringlichen Stil hat und trotzdem irgendwie doch alles kann. Und durch die V2 kamen auch durchaus sinnvolle Verbesserungen an dieser Map zustande. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie ich hier bei meinem kleinen Vorstellungsvideo, wenn ihr mal auf der Map spielen solltet.